Willkommen, Ladies and Gentlemen. Heute wird es einfach mal ein kleines Labervideo geben. Und zwar will ich heute mal gerne mal wieder über die Nintendo Switch reden. Die Konsole ist jetzt ein bisschen mehr als ein halbes Jahr draußen und ich wollte einfach mal drüber quatschen, okay, so nach 6 Monaten, wo stehen wir denn im Moment? Ich muss erstmal sagen, ich habe jetzt nach 6 Monaten, ich habe die Konsole ja damals zum Launch gekauft. Nach einem halben Jahr habe ich jetzt genau 4 Spiele auf der Konsole. Ich muss aber auch dazu sagen, es gibt etliches an Download-Titeln, die ich mir bis jetzt noch nicht angeschaut habe. Das wollte ich eigentlich schon mal noch machen, aber es fehlt zum Teil auch so ein bisschen die Zeit. Und ich muss aber auch sagen, dass ich mit dem, was ich für die Switch jetzt schon habe, eigentlich ganz gut beschäftigt war. Denn auch wenn ich jetzt eben in dem Moment nur 4 Spiele habe, ich bin mit diesen 4 Spielen eigentlich sehr, sehr zufrieden. Denn fangen wir mal an, das erste. Natürlich, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Eines vielleicht der besten Spiele dieser Konsolengeneration. Eines der besten Spiele von Nintendo seit, ja doch, seit Jahren, würde ich fast sagen. Und für mich auch bis heute noch das Spiel des Jahres 2017, aber da kommen wir ein anderes Mal dazu. Das ist einfach, das ist für mich schon allein ein Grund, die Konsole zu kaufen. Das ist schon genug Grund. Ich muss auch sagen, allein für Zelda hat sich die Konsole auch schon gelohnt. Ganz davon abgesehen, dass ich die Konsole an sich sehr cool finde, mit dem tragbaren Aspekt, mit dem Gamepad, wo einfach nur dieser grandiose Bildschirm dabei ist. Aber machen wir mal weiter mit dem bisherigen Softwareangebot. Als nächstes hätten wir da Mario Kart 8 Deluxe. Ja, es ist im Endeffekt nur die aufgebohrte Version von Mario Kart von der Wii U. Auch wenn da noch etliches an neuen Content drin ist, es sind sämtliche DLCs dabei, es sind neue Fahrer, neue Strecken etc. dabei. Es hat den 200cc-Modus. Das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Mario Kart. Das ist jetzt nichts, wofür sich die Konsole per se an sich lohnt, aber es ist ein sehr, sehr schönes Spiel und gerade im Multiplayer hatte ich damit sehr, sehr viel Spaß. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren. Das ist wirklich ein Multiplayer-Kracher. Mit Freunden zusammen, da hat man einfach nur von Bombenspaß. Und bei Multiplayer-Krachern bleiben wir gerade auch mal, denn als nächstes kommt eines der Spiele, das ich in den letzten Monaten, oder speziell im letzten Monat, sehr, sehr stark gespielt habe, nämlich Splatoon 2. Und Splatoon 2 war für mich so ein bisschen der Einstieg so zum Online-Multiplayer, denn ich habe da vorher nichts groß gespielt, mal ein bisschen League of Legends, mal ein kleines bisschen Smash Bros. Damals, aber eigentlich nie in dem Umfang, wie ich das Ganze jetzt bei Splatoon 2 gemacht habe, wo ich zig Nächte und zig Stunden rein versenkt habe und mir das Ganze auch heute noch Spaß macht, wo ich auch heute, bis jetzt gerade eigentlich wieder Lust kriege, das wieder einzulegen und nochmal weiter zu zocken. Denn auch hier muss man wirklich sagen, es ist ein Spiel, das mich eigentlich am Anfang gar nicht so groß interessiert hat. Ich habe es dann aber geschenkt bekommen. Und meine Güte, hat mich das Ding süchtig gemacht. Also das ist auch wieder so der Beweis, wie gut Nintendo gerade bei Multiplayer-Geschichten sein kann. Ich finde es ein bisschen schade, dass es keinen Splitscreen-Modus hat, aber mein Gott, man kann nicht alles haben und ich habe mit diesem Spiel einfach nur so viel Spaß und ich kann mir momentan noch nicht vorstellen, da jetzt demnächst damit aufzuhören, denn es nutzt sich nicht ab. Das ist eigentlich das Beeindruckende dran, dieses Spiel macht jedes Mal noch Spaß. Es hat bis heute, ich habe glaube ich mittlerweile so 40, 50 Stunden drin, na, vielleicht eher 40 als 50, aber trotzdem. Und trotzdem, es wurde nicht langweilig. Die verschiedenen Matches, es spielt sich jedes Mal wieder ein bisschen anders. Es gibt zig Waffen zum Ausprobieren. Und das Splatoon 2 ist im Moment für mich, neben Breath of the Wild, das beste Spiel, das es auf der Wii U, das es auf der Switch gibt. Und eigentlich auch fast schon so ein kleiner Kaufgrund. Also zumindest zusammen mit Zelda hat man da eigentlich alle Kaufgründe, die man braucht. Aber es geht ja noch weiter. Seit ein paar Tagen habe ich jetzt eben auch das nächste Spiel, das gerade neu erschienen ist, von Ubisoft. Und zwar ist das Mario & Rabbids Kingdom Battle. Und wow. Das Spiel hat mich wirklich überrascht, denn Mario & Rabbids Kingdom Battle, man wusste es ja vorher, es ist ein Strategiespiel. Das hat mich eigentlich auch so ein bisschen verwundert, weil ich mich gefragt habe, okay, wie gut kann das funktionieren, gerade auch mit den Rabbids in Kombination mit Mario und dann Mario, der in dem Spiel ja nicht mal springen kann. Aber meine Güte, da hat Ubisoft einen wirklich sehr, sehr guten Job abgeliefert, denn Kingdom Battle ist ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Es ist ein sehr schöner Strategietitel, es gibt zig Möglichkeiten, wie man die Kämpfe angehen kann, wie man sein Team gestalten und ausrüsten kann. Und es ist vor allem mit der Zeit relativ fordernd, denn so ab der zweiten Welt haut das Ganze zum Teil doch ziemlich rein. Aber es ist dabei
Okay, an ein, zwei Stellen ist es vielleicht ab und zu sogar ein bisschen unfair schwer, aber eigentlich in der Regel ist es einfach nur eine sehr schöne Herausforderung und auch wieder ein Spiel, das ich so eigentlich gar nicht erwartet hatte, aber das so auch wieder absolut stark war. Und ja, das waren eben die vier Spiele, die ich bis jetzt auf der Switch habe. Und eigentlich auch die vier Spiele, mit denen ich in den letzten Monaten sehr, sehr viel Zeit verbracht habe. Eigentlich mehr Zeit als mit den Titeln für irgendwelche anderen Konsolen. Ich habe auf der PS4, auf der Xbox One, auf dem PC, überall auch nebenher noch ein bisschen gezockt, aber eigentlich nicht so viel wie letzten Endes immer mit der Switch. Gut, ich hatte jetzt in den letzten Monaten auch nicht so viel Zeit zum Zocken. Aber die Zeit, die ich hatte, habe ich dann eigentlich wirklich im Moment am liebsten mit Nintendos Konsole verbracht und das spricht für mich eigentlich schon für die Qualität der Konsole. Es ist natürlich die Sache, ich habe eigentlich nur ein großes Retail-Spiel mir nicht geholt und das war ARMS, weil es mich nicht so sehr interessiert. Gut, es gibt noch irgendwelche Lego-Sachen und One-Two-Switch, aber ganz ehrlich, die jucken mich jetzt nicht wirklich. Aber ansonsten, jetzt mal von ARMS abgesehen, dass ich irgendwann mal noch ausprobieren muss, waren jetzt sämtliche Retail-Titel, die ich mir geholt habe, wirklich Kracher und ich bin mit jedem davon sehr, sehr zufrieden. Auf der anderen Seite muss man sagen, vier bis beziehungsweise fünf große Spiele, die als Retail-Version erschienen sind, nach 6 Monaten, ist natürlich ein kleines bisschen wenig. Den Vorwurf muss ich Nintendo gefallen lassen, aber es geht ja jetzt weiter. Es ist jetzt nicht mehr lange. In ein paar Wochen erscheint Super Mario Odyssey, auf das ich mich sehr, sehr freue. Das denke ich auch der nächste wirkliche Kracher auf der Switch wird und das auch einer der nächsten Kaufgründe werden dürfte. Da bin ich mir eigentlich im Moment ziemlich sicher. Und ja. Auch ansonsten, das Spielangebot geht weiter. Man hat Anfang Dezember mit Xenoblade Chronicles erscheint neben Zelda das nächste wirkliche Epos auf der Switch, was wahrscheinlich auch wieder ein Spiel werden wird, in das man viele, viele, viele Stunden versenken kann. Und was mich jetzt sehr überrascht hat, was die letzten Tage angekündigt wurde, Bethesda veröffentlicht neben Skyrim, das demnächst kommt, werden auch Doom und Wolfenstein 2, The New Colossus, für die Switch veröffentlicht, was man jetzt so gar nicht erwartet hat. Und eigentlich damit ist das Angebot mittlerweile schön differenziert. Was auch noch kommt, was ich jetzt vergessen hatte, ist Fire Emblem Warriors. Da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Das wird auch sehr cool werden. Es ist zwar vielleicht ein bisschen Nische, da nicht jeder mit diesem Dynasty Warriors Konzept was anfangen kann, aber gerade Hyrule Warriors hat gezeigt, wenn man das Ganze mit der Lizenz von Nintendo verknüpft, kann das auch mit nicht so Dynasty Warriors affinen Leuten sehr, sehr gut funktionieren. Das war zum Beispiel bei mir bei Hyrule Warriors so. Deswegen bin ich da auch sehr, sehr zuversichtlich. Muss sagen, darüber hinaus, es fehlt immer noch so ein bisschen der sonstige Drittentwickler-Support. Es kommen jetzt noch Sachen wie Rayman Legends, die Definitive Edition, aber das sind so ein bisschen die Sachen, da sehe ich auch ein bisschen das Problem. Denn ich finde es cool, dass Bethesda einige seiner großen Hits jetzt noch auf die Switch bringt, aber ganz ehrlich, Skyrim, das Spiel ist 2011, vor über 6 Jahren mittlerweile erschienen. Und kommt jetzt heute dann, oder heute oder demnächst auf die Switch, ich weiß nicht, ob sich das wirklich nochmal lohnt. Klar, der portable Aspekt, das ist sehr, sehr cool, aber es ist eben letztendlich ein altes Spiel, das geportet wird. Selbiges gilt jetzt eben für Rayman Legends, das jetzt hier nochmal veröffentlicht wird. Ob das unbedingt nötig ist, ist die andere Frage. Was eben so ein bisschen fehlt, sind wirklich große Titel von Drittentwicklern, die zumindest auch für die Switch erscheinen oder wo es auch mal einen Exklusivtitel geben könnte, der für die Switch erscheint, aber ich würde sagen, wir sind im Moment auf einem guten Weg. Es gibt einiges Tolles, das angekündigt ist. Ich finde im Moment, es gibt doch schon genug auf dem Markt, was den Kauf der Konsole wirklich rechtfertigt. Allein schon im Indie-Markt gibt es da auch etliche coole Sachen, auch ein paar Dinge exklusiv, die ich mir noch angucken muss. Ganz oben steht da Fast Racing RMX, das ich mir noch angucken muss. Und was ich mir, glaube ich, demnächst auch mal noch hole, Binding of Isaac Afterbirth ist ja jetzt vor wenigen Tagen für die Switch erschienen. Und hier bin ich aber so ein bisschen zwiegespalten, denn zum einen, The Binding of Isaac dabei haben zu können, mobil, das klingt eigentlich wirklich sehr, sehr cool. Auf der anderen Seite, die Switch hat keine Achievements. Und eigentlich so einer der großen Motivatoren von The Binding of Isaac waren, finde ich, immer die Achievements und da eben Platin zu holen. Weiß ich nicht, muss ich mal gucken, ob das dann so funktioniert, auf der anderen Seite eben das dabei zu haben, denn gerade für unterwegs und für eine kurze Runde eignet sich The Binding of Isaac eigentlich perfekt, deswegen bietet sich das irgendwo schon an. Muss mal gucken, ich werde es mir wahrscheinlich schon holen. Aber ja, wie das dann ist, werden wir dann sehen. Ja,
So, insgesamt ein Fazit. Ich finde, nach 6 Monaten steht die Switch nicht schlecht da. Die hat sich jetzt, Stand Ende Juli, glaube ich, über 5 Millionen Mal bisher verkauft. Das sind jetzt noch nicht die Megazahlen, aber eben, es sind auch erst 6 Monate. Und es sind noch Spiele angekündigt, die die Konsole definitiv auch noch mehr verkaufen werden. Ich denke, Super Mario Odyssey wird nochmal einen Push geben. Smash Bros., wenn es kommt, es wird kommen, wird einen Push geben. Metroid Prime 4 wird auch nochmal etliche Leute zum Kauf der Konsole bewegen. Und es wird ja auch ein großer Pokémon-Titel für die Switch kommen. Das wird auch nochmal etliche Leute ziehen. Also, ich denke, Nintendo ist auf einem guten Weg. Man muss immer nochmal schauen, dass es mit dem Drittentwickler-Support ein bisschen besser wird, dass es nicht abreißt, aber man macht auf jeden Fall schon Sachen mehr richtig als bei der Wii U. Man muss jetzt eben gucken, dass das Angebot an Spielen noch ein bisschen diversifizierter wird. War das Wort überhaupt richtig? Weiß egal. Und was Nintendo wirklich auf die Reihe kriegen muss, ist ihr Online-Angebot. Im Moment diese Geschichte mit dem Voice-Chat, der nur über eine App funktioniert, das ist einfach peinlich und das kann man sich eigentlich wirklich nicht leisten. Und eigentlich, es kann auch nicht sein, dass man im Jahre 2017 das nicht auf eine andere Art und Weise hinbekommt. Aber gut. Es ist an sich peinlich, aber für mich jetzt kein Riesendrama. Aber mal sehen, was Nintendo daraus noch macht. Ich habe eigentlich im Moment wirklich Vertrauen, dass sie da noch einiges Gutes rausbringen werden. Und eben, Drittentwickler Bethesda hat es vorgemacht, dass jetzt einige ihrer alten großen Titel auf die Switch gebracht haben. Wie gesagt, Titel Recycling, weiß ich nicht, ob das sein muss, aber es zeigt zumindest das Interesse von Drittentwicklern an der Konsole und da muss das Ganze jetzt irgendwo funktionieren. Ich hoffe, dass es das wird. Und auch Drittentwickler und Ports. Ich hoffe ja immer noch auf einen Dark Souls Port für die Switch. Man darf ja noch hoffen, ne? Keine Ahnung, ob das wirklich kommt. Ich verliere zwar so langsam ein bisschen den Glauben, aber wer weiß. Kann ja alles noch werden. Ansonsten, also, ich kann wirklich nur sagen, ich kann die Switch eigentlich jedem, der ein bisschen was mit Nintendo anfangen kann, kann ich die Switch eigentlich wirklich nur empfehlen. Gut, Zelda gibt's auch für die Wii U, aber ich finde es auf der Switch gerade nochmal portabel, das hat nochmal so einen gewissen Reiz. Neben ansonsten Splatoon 2 und jetzt Mario & Rabbids Kingdom Battle. Wieder 2 grandiose Spiele und ich denke, diese Anzahl grandioser Spiele wird sich jetzt im Laufe des Jahres noch erhöhen. Gerade Super Mario Odyssey und Xenoblade Chronicles 2, das werden, denke ich, wirklich Pflichttitel. Und ja. Nach 6 Monaten, ich bin mit der Switch bisher zufrieden, auch wenn es ein paar mehr Spiele geben könnte. Aber ich denke, Nintendo ist im Moment auf einem guten Weg. Ich hoffe, dass sie denen so weitergehen. Dass ich dann so wieder in 6 Monaten sagen kann, yo, mittlerweile hat sich die Switch noch gemacht. Und hat Nintendo auch im Konsolenmarkt wieder auf den Erfolgskurs gebracht. Und damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel wirres Zeug gelabert, aber ich glaube, das, was ich rüberbringen wollte, wollte man ganz gut so stehen lassen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr möchtet. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Auf Wiedersehen.